Wir möchten nämlich heute die Preisträger des Wettbewerbs Gemeinsam stark sein vorstellen. Das kann die Bundeslandwirtschaftsministerin Frau Klöckner viel besser als ich. Herzlich willkommen, schön, dass Sie noch mal da sind, Frau Klöckner. Bitte schön. Einen, also der diesjährige thematische Schwerpunkt ist der Wettbewerb oder im Wettbewerb Tourismus und Naherholung. Und das ist ein, ehrlich gesagt, ein unterschätzter Standortfaktor, denn am Ende geht es darum, was hält Menschen in der Heimat, was holt sie aus der Großstadt zurück und was zieht auch neue Bewohner aufs Land. Ich will gar nicht mehr sagen, ich höre es nämlich an der Geräuschkulisse, aber ich finde schon, dass wir diejenigen würdigen sollten, die Preisträger sind. Denn am Ende geht es um Motivation, die wir hier auch mit vermitteln wollen. Worum geht's, meine Damen und Herren? Es geht um den Wettbewerb. Gemeinsam sind wir stark und dafür waren ursprünglich 27 verschiedene Projekte nominiert, von denen per Online-Voting von Ihnen und von vielen anderen im Land 3 ausgewählt worden sind. So, meine Damen und Herren, jetzt wird's spannend. Frau Klöckner wird übrigens assistiert von Dr. Hans-Christoph Eiden, das ist der Präsident der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Die beiden werden gleich gemeinsam die Preise übergeben. Den dritten Preis gewinnt das Projekt Erlebnisreich Bienenstraße. Herzlichen Glückwunsch! Während die Preise übergeben werden, lese ich Ihnen vor, was es mit dem Projekt auf sich hat. Das Erlebnisreich Bienenstraße ist eine Fahrradroute in den Naturparken Sternburger Seenland und Nossentiner Schwinzer Heide, die ihren Besuchern das Leben und Wirken der Bienen sowie anderer bestäubender Insekten näher bringt. Rund 30 Einzelinitiativen aus den Bereichen Umweltbildung, Landnutzungsgeschichte, Regionalvermarktung und Tourismus haben sich inzwischen unter dem Dach der Bienenstraße zusammengeschlossen und Angebote entwickelt. Dabei ist es auf vorbildliche Weise gelungen, ein Band zwischen Kommunen, Landnutzern und Naturschützern zu knüpfen. Herzlichen Glückwunsch! Der zweite Platz geht an das Projekt Ins Land der Gärten schauen. Herzlichen Glückwunsch, kommen Sie bitte nach vorne. Ins Land der Gärten schauen, meine Damen und Herren. Das ist die Ihle-Region rund um die Neuburg, Fränkische Schweiz, im Landkreis Bayreuth in Bayern. Das Projekt macht auf die wechselvolle Geschichte der Landschaftsentwicklung und Gartenkunst im westlichen Landkreis Bayreuth aufmerksam. In Schlossparks und historischen Gärten an baulichen und landschaftlichen Höhepunkten sind 18 Stationen entstanden. Dort erfahren die Besucher Wissenswertes über die Entstehung der Landschaft, die Gartenkultur und die Regionalgeschichte. Mit dem Projekt ist es gelungen, Sehenswürdigkeiten in der Fränkischen Schweiz zu vernetzen und das touristische Interesse von der Stadt Bayreuth auf die Umgebung auszuweiten. Herzlichen Glückwunsch! Die Gewinner haben gerade schon einmal vorgejubelt, aber wir, glaube ich, hören das gleich noch mal etwas lauter, wenn es jetzt tatsächlich um Sie geht. Der erste Preis bei Gemeinsam stark sein geht an das Projekt Wandern im Herzen Europas, gemeinsam Grenzen überwinden. Gewinner ist die Ihle-Region, Nationalparkgemeinden im Landkreis Freienow-Grafenau in Bayern. Das Siegerprojekt, das ländliche Entwicklung im wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos sein kann, zeigt das ganz besonders. Die Gemeinden rund um den Nationalpark Bayerischer Wald und den benachbarten Nationalpark Šumava in Tschechien haben durch einen moderierten Prozess zusammengefunden. Die Gemeinden auf deutscher und tschechischer Seite leben nun
die europäische Einigung, indem sie sich gemeinsam als grenzüberschreitende Erholungs- und Wanderregion vermarkten. In Zusammenarbeit haben sie zahlreiche Ideen umgesetzt, etwa grenzüberschreitende Wanderrouten, dreisprachige Beschilderungen, neue Besucherzentren und Museen. Das Projekt hat dazu beigetragen, das Regionalbewusstsein zu festigen und ist zur Ideenschmiede für die deutsch-tschechische Zusammenarbeit in der ländlichen Entwicklung geworden. Herzlichen Glückwunsch!